Hallo und herzlich willkommen zu Duel TV. Neue Folge, neuer Spaß, bisschen aufgelevelt, neue Waffe, neue Rüstung und wir sind zu dritt diesmal. Ein Mate fehlt noch. Die vierte kommt gleich. Okay, aber da ich ja erst noch die Cutscene gucken muss von dieser geilen Story-Mission, bei der wir jetzt Anya töten, kann ich da schon einfach mal mit anfangen. Ach, die Wildexpertin, die geile Schnecke. Wir packen das! Diese Maus. Redet viel zu viel. Ja, ist echt so. Aufgaben. Bei ihr Quest annehmen ist die Hölle. Bei ihr Quest annehmen mache ich nie. Ich gehe immer an die Tafel. Das dauert einfach viel zu lang. Der nahende Orangenat. Jetzt geht's los, Leute. Ich mach Spieler 4, ne? Oder? Ja, genau. Südwestliches Lager. Ich mach nochmal einen Gutschein. Hau ihr die Gutscheine raus, wie kein zweiter. Vorher futter ich noch ein bisschen was. Was wäre denn das Gericht der Wahl für diese Mission? Elementarverteidigung oder Elementarwiderstand und Verteidigung. Nimm direkt Elementarwiderstand. Du hast guten Verteidigungswert dank der neuen Rüstung. Geil, okay. Das machen wir. Und wie ihr jetzt schon seht, ist meine Kantine aufgelevelt. Die machen jetzt richtig geilen Truthahn. Ich liebe das ja, die Katze am Ende so ganz präzise, diesen weißen Tüdel über den. Na, das ist zu geil. Ja. Als würde es ohne den Tüdel einfach richtig scheiße schmecken. Das ist quasi das Wichtigste vom ganzen Essen. Das ist der Geschmack, ja. Das geht es nicht. Okay, geil. Ich starte jetzt die Mission. Möchtest du diese Quest aufbrechen? Ja, go. Go, 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 go. Sieht zwar aus wie der Prince of Persia, aber das war das Jägermeister-Signal. Ey, jetzt, das ist ja wirklich ein Monster, vor dem ich ein bisschen Schiss hab. Die anderen waren eher alle so, easy machbar. Oberste Priorität hat der Schutz unserer Basis, indem wir den nahenden Anjanat ausschalten. Ja, das war jetzt so großspurig, weil er den davor nicht getötet hat. Ey, ja, ohne Scheiß, wenn ich den alleine gekillt hätte, ich wusste ja gar nicht, was das ist, den hat man ja vorher noch nie gesehen. Deshalb, Nee, stimmt, der taucht vorher nicht auf. Hat der mich jetzt nicht so von vornherein geschockt? Bei der Blitztyp. Das oh, geil. Was? Geil, ne? Hab ich gut gemacht. Unwissentlich. Und Feier. Was hält der anscheinend? Geil, ich hab Wurfmesser. Das ist ja ein Eisenstein. Können Wurfmesser was? Ich hab die noch nicht benutzt. Ja, auf jeden Fall. Ja? Was sind denn das für welche? Weiß ich nicht, grau. Ganz normale. Einfache. Okay, wo haben wir den Orangenat? Wir müssen wahrscheinlich... Ich habe ja eine ungefähre Vorstellung. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo der rumrennt. Ich will mal ein bisschen Vitamin hier aufsammeln. Mit die Vitamine. Irgendwie kommt der immer, wenn ich beim Großjagras vorbeigehe. Dann glaube ich, ist der hier. Ja, genau. Ja, dann ist er auf dem Weg zu seinem Nest. Okay, hier ist er nicht. Aber ich... Den habe ich ja schon ein paar Mal gesehen jetzt. Ich weiß ungefähr, wo der rumhängt. Da. Die Spuren, die ich gerade gefunden habe, sagt auch, dass ich richtig bin. Falls du wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn der Andianat dir den Kopf wegfrisst? Brät. Brät, eindeutig Brät. Ja, ist einer drüber gebraten. Okay, Cutscene. Einfach drüber gebracht. Ey, der sieht aber auch schon einfach fies aus, ne? Der ist geil, ne? Also der optisch ist der ultra geil. Das kommt noch. Ja, die richtig geilen, also, sag mal so, Blitzebub ist noch ein Thema. Der sieht ja gleich auch noch besser aus. Stimmt. Okay, ich habe jetzt so ein paar Tomaten aufgesammelt. Achso, deswegen ganz lange gerade schon los. Ich bin auch schon am. Oh, ich hab gerade richtig den Jurassic Park-Moment. Oh. Da ist es! Nikolai, seien Sie schnell! Ja, ich bin auch schon dabei. Oh, hat der auf die Fresse gekriegt. Geht aber noch nicht.
Sind wir jetzt schon bei Angie oder was? Ja! Boah, ey, ich hab gerade heftig! Ich hab gerade so den Moment, ey. Na komm her. Gib dir jetzt. Boah, er ist einfach komplett über mich drüber gebraten. This player is in a private online session. Will jemand bitte mit einladen? Ich bin. Benny, ich weiß gerade nicht. Schillert. Versuch gerade einfach nur nicht zu sterben. Das ist schon mal ein. Sorry, ich muss mir gerade erstmal das Pattern von dem angucken. Der ist ja komplett am Auslasten. Ja, der ist. Ja, für den Anfang ist der schon ziemlich hart, das stimmt. Wir haben auch ein bisschen mehr. Gibt's ja auch, entscheidend. Ja, ich hab meinen O-Ring an der Waffe verkaufen. Okay. Ich bin bis jetzt noch nicht gebaut. Alter, schon die Hälfte des Lebens weg. Fuck it. Lauf einfach weg. Nee, ich renn nie weg. Kann jetzt nicht damit anfangen. Du musst aber auch ein bisschen im Kreis laufen. Bisschen wie Dark. Oh oh! Ein bisschen ausweichen, ein bisschen rennen. Nicht sterben. Er verfolgt mich! Er wird seinen Spaß an Diablos haben. Ich komme! Wir haben ihn ja gerade schon kurz gesehen. Ja, aber trotzdem, ich glaube, er wird nicht. Oh nein! Scheiße, ich hab den Jump verkackt. Ja, alleine. Weil der ist so mega langsam. Nein, springt immer an einem vorbei. Freunde, könnt ihr mir helfen? Und dann auf die Straße. Ja, das war schon lange zu probieren. Ich will auch jetzt gerne anfangen. Ja, ich muss ja für Leute, die müssen sich mal heilen, Claudia. Ja, ja, ich bin voll und ganz dabei. Ich bin ganz panisch in der Stimme. Ja, sorry, ich hab gerade Jurassic Park um mich herum, das ist nicht so einfach. Ach, Claudia, wir haben dich doch extra vorbereitet. Ja, ja, ich weiß, aber lass mich doch mal. Also, du bist jetzt auch hier beim ersten Mal. Ja, schnauze jetzt. Lass mich mal machen. Ich muss jetzt erstmal zwischendurch. Lass mich machen, aber komm schnell. Lass mich machen, aber ich will nicht sterben, also her. Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh Gott. Ich hab mich original noch nie so blöd angestellt bei einem Kampf bis jetzt. Da kommen noch mehr, keine Ahnung. Ne, Gigante. Okay. Ja. Ich esse jetzt erstmal so ein Steak zwischendurch. Dann hau ich mir hier so ein Erste Hilfe rein. Ich muss mal kurz Pilze fahren. Oh, Alter! Jetzt hör doch mal auf! Dass du mit dir auch wegläufst. Muss das denn jetzt sein? Tut das no? Echt mal. Tut das no? Ich kann ihn nicht mehr stehen bleiben hier. Ja, sorry, aber der ist. Wo willst du denn hin, Auke? Der kann mehr als wenn ich alleine gegen ihn kämpfe. Bevor wir abbiegen müssen. Das war dann später. Ich wollte sagen. So, jetzt komm hier. Fick dich, du. Alte Kackbratze. Der Schweinerich. Das ist ja auch jedes Mal jetzt gerade spielen. Komm. Alter, der gibt mir aber auch. Das ist ja unglaublich. Ah, jetzt ist er an. Oh, der ist irgendwie in die Nase gewachsen. Ja, nicht nur das. Kommt auch gleich die Linie. Ja, da schon. Aber der nervt mich jetzt hier. Lecker. Ey, ich spring jetzt auf ihn rauf. Ich spring jetzt einfach auf ihn rauf. Where? Du fehlst und bist rauf. Scheiße. Egal, ich hab dich auch nicht aufgeschmissen. Danke! Where? Ey. Da oben? Hä? Jetzt bist du nach da oben gejumpt. Der nach da oben gejumpt. Heftig. Sag ich nicht, ich hab auch keine Ausdauer mehr dazu. Er fällt hin in 3 Sekunden. Komm jetzt.
Mein Schwanz. Pack ihm so den Schwanz ab. Da haut er ab. Da hat er keinen Bock mehr. Hat der keinen Bock mehr. Hätte ich aber auch nicht. Wenn ich so auf die Fresse kriegen würde. Wofür sind die überhaupt? Wartet mal, rennt der Mann nicht runter? Okay. Ich würde sagen, ich könnte doch den Stein da runterholen. Das könnte doch nochmal richtig. Ja, mach. Zu spät. Mach ich doch gerade. Hab ich schon. Warte mal, wie? Check das nicht. Wenn ich das Rundmenü benutze, krieg ich das irgendwie nicht hin, dass er den Bettstein benutzt. Ja, ich hab das auch einmal durch. Oh, Feuer. Achso, wenn der Feuer steigt, dann kann ich raus. Ja, das wollte ich doch am Anfang. Ich bin allein, ich kann mich looten. Keine Ahnung, ich glaube, die habe ich vorhin getötet. Egal, loot nur ein Level. Das ist drin, sein Ende Spiel. Hier liegt auch irgendwo noch ein Großjagras, glaube ich. Elemental Discharge! Also, wenn hier ein Großjagras hat, dann. Ja, der hat ihn gerade gegessen, deshalb. Und der ist jetzt weg. Der liegt vorne irgendwann noch nicht. Geht mir so. Und da hab ich den Schwanz verkackt. Ich loote den Schwanz mal erst. Oh, Benny! Oh, noch ab. Er humpelt schon. Okay, das geht. Was erwartest du? Der hat halt übelst aufs Maul bekommen. Der hat so richtig aufs Maul bekommen. Ich habe nicht meine Waffe gegen ihn dabei. Eine Waffe, die keine Drachenwaffe. Er ist resistent gegen Drachen. Ich habe eine Feuerwaffe dabei. Er klettert! Na, stimmt. Hinterher! Mit A bist du schneller, komm. Ja, ja. Ja, das macht er sogar. Oh, guck mal, Rathalos! Oh, oh ja! Oh, ne, Rathalos ist gerade weggezogen. Dann schärf ich mir erst so. Ich gebe ihm jetzt. Gib mir jetzt einfach. Gucken, ob wir es schaffen, bevor er nach Hause geht. Ja, ich glaube schon. Der Fenner von oben. Wow! Ich komme an, ich werde gut in der Sehne. Okay, oh nein! Ja, das ist so geil, dass das ein warum? Boah, fuck. Er hat genau in mein Gesicht geschnappt. Er hat mir einfach meine Augen trauen. Oh, danke! Hey! Zeig mir das Bild. Komm. Gib ihm! Der ist weg. Oh, ich kann noch einmal den Charge auf ihn. Nice! Nice! Hast du den Stein? Einfach die Rosette penetriert mit so einem schönen, präzisen Steinwurf. Oh, geil, ey. Das hat richtig Fun gemacht. Das war richtig geil. In der Gruppe von Gesundheit. Danke. Das war richtig putzig. Also anders kann man es nicht sagen. Ja. Oh, das war geil, ey. What? Das habe ich dich doch getroffen. Ja. Geil. Das habe ich noch nie gemacht mit dem auf der. Auf den an die Wand klettern. Das hab ich noch bis jetzt. Das hab ich hier ganz oft gemacht, das ist nur geil. Ja, das ist so. Das sieht doch. Das sieht Premium aus, ne? Yay! Was ist nochmal so? Gibt es eine Möglichkeit, bei der Switch X diesen sehr langen B hin und her Wupp abzubrechen? Also dass der nicht das die ganze Zeit durchzieht? Nein. Nee, ne? Okay, schade. Auch, wenn du wegrollst. Ja? Außerdem also, hör nicht auf Benny. Benny hat keine Ahnung von Switch X. Bei mir kann man nichts abbrechen. Das ist so geil. Einfach nein. Und geil, ganze 2160 Gold. 1018 auch begeistert. Schleuderschwupp, Alter. Hört mal auf, meine Begeisterung hier runterzudrücken. Kann ich dafür, wenn ich schon 30 Millionen Stunden gespielt habe.
so einschleiern. Über den Kill waren wir auch begeistert. Die Belohnung ist nur nicht für uns. Und wir können Sora Mark daraus getöten. Yeah. Was? Jetzt Cutscene. Ich hab die Quest. Cutscene? Komm nochmal eine Cutscene. Ja. Ja. Also wenn die Sora Mark daraus Material Oha. Übrigens was zum Geld verdienen, das kannst Richtige du alles verkaufen. Sicher? Stimmt. Ja. Also sie machen Kanonen fertig. Geld. Okay. Brauch ich das später noch? Ich brauch's nicht. Was für Leute? Es gibt viel zu besprechen. Safari. Noch einmal Schnauze halten, der Commander spricht. Und ich möchte euch allen für die doppelten Julian. Also Julians Vater. Der Commander Julian später. Ihre Jagd des Anjanab sehr beeindruckt. Obwohl sie hier neu ist. Das bedeutet ein Unheil weniger, das zwischen uns und dem Fangen des Sora Magdaros steht. Sora Magdaros, diese Namen, ey. Die große Schlucht erreichen. Oh, es geht los. Ach du, der vom letzten Boy, der letzte Boy ist viel, viel interessanter, glaub mir. Also noch ein letztes Mal durch. Der Name ist von dem. Den kannst du nicht aufsprechen. Unsere Jäger stoßen vor Ort zu uns. Das geht aber nicht. Sobald die Bestie auftaucht, beginnt der Einsatz. Wir haben zwei Barrieren auf dem Weg unseres Ziels errichtet. Eure Aufgabe ist es, an der ersten Barriere aufzuhalten. Oh krass, okay, also ist jetzt die nächste Mission schon die gegen Lava Boy oder was? Die erste, ja. Also das erste Mal, ja. In dem Fall starten wir die nächste Phase, in der wir Geil, direkt das heißt, auf ihn aufsteigen. Spoiler, kommt nicht einmal. Während dieser Phase versuchen wir ihn weiter zu schwächen, noch mal damit wir ihn an der zweiten Barriere bändigen können. Dann bauen wir noch mal eine Knochenwaffe. Er schießt es so schwer wie nur möglich mit Kanonen und Ballisten. Die stehen dort Scheiße, aus einem guten Grund. Jawohl, Sir. Oh, Techniker, shit. Ihr überprüft die Ausrüstung noch einmal, bevor wir loslegen. Ja, Sir. Quartiermeister, erstellt ein Inventar unserer Vorräte. Forscher, geht mit eurer Eskorte zur großen Schlucht. Das könnte ich mir jetzt einfach mal irgendein Schwert ein Wir können unsere Beute nicht Oh, ich könnte es sogar noch kaufen. Nehmt daher alles Notwendige mit und forscht vor Ort. Keine Sorge, Kommandant. Alles nice, ich kann sogar... Haltet während des Einsatzes die Ohren offen. Kann ich direkt ich werde Befehle geben, wie es die Situation erfordert. Möge der okay, das heißt, der, es gibt auf jeden Fall Missionen, wo man auch auf ihn drauf kraxelt, oder ist das jetzt schon indirekt in der nächsten? Ja. Ja, das ja. ist ja, ja, auch das ist eine davon. Okay. Ey, hab ich ja voll Bock drauf, ne? Deshalb hat mich das in der ersten Minute schon so abgeholt. Weil man einfach mal direkt auf ihm drauf war, auf sowas stehe ich ja richtig doll. So Shadows of the Colossus, aber in richtig riesig. Oh, ich muss noch mein Schwein streichen. Also ohne Scheiße, ich verkaufe mal so ein bisschen Marken. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. 3 von 16 kann ich ja wohl verkaufen. Okay. Nee. Bacon habe ich gestreichelt. Also ich hab aus Langeweile High-Rank-Material von Odo Garon verkauft, weil ich nicht wusste, wohin damit. Bevor ich diese Folge beende, gehe ich noch einmal in die Schmiede und guck mir jetzt die neue Orangeat-Rüstung an. Die ist cool. Sieht die geil aus? Die würde ich auch empfehlen zu bauen. Also, ich meine, wenn das schon so ein Monster ist, dann muss die Rüstung mich jetzt auch richtig weghauen. Wo haben wir sie denn? Ja. Ganz unten. Sie sieht ganz cool aus. Okay. Die sieht geil aus, ja. Aber ehrlich gesagt, den Fischmonster-Rüstung, die macht's nicht fertig. Ja, mich. Aber die hat einen Z-Bonus. Guck mal auf der rechten Seite, da steht Z-Bonus-Fähigkeiten. Adrenalin. Z-Bone, 3-mal Adrenalin steht da. 3 Adrenalin. Nein, die 3 ja, heißt, du musst 3 Teile haben. Ach so, ab 3 Teilen hat man Adrenalin. Okay, und was macht das Adrenalin? Ja, drück mal Back. Ich drücke Back. Und siehst du Anjanats Macht. Ah, okay. Reduziert die Ausdauerabnahme vorübergehend, wenn du Gesundheit halt. Das ist ja ultra geil. Das ist richtig cool für den Anfang. Ja. Deswegen haben wir auch, bevor wir weitergemacht haben, den gefarmt, damit wir alle diese Set haben. Okay, geil, ja. Ey. Das klingt schon mal geil. Die Handschuhe könnte ich mir schon mal basteln. Ich könnte mir sogar noch mehr basteln. Handschuhe und den das Rock. Kannst, brauch dir 3 Teile. Nee, nur Handschuhe und Rock kann ich mir gerade basteln. Das andere, da fehlt mir noch ein Flammenbeutel. Willst du ihn nochmal töten? Ja, aber das machen wir in der anderen Folge, beziehungsweise jetzt nicht in dieser Folge, denn bis jetzt machen wir nur Story-Missions. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben heute Aranjanat getötet. Anja. Wir nennen ihn einfach Anja. War geil. Jurassic Park für Arme. Anja ist gut. Okay,
Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, DuelTV tötet unschuldige Monster. Sagt tschüss. Ja, so wir waren auch dabei. Tschüss. Oh oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh mein Liebling. Also, ist das gut? Oh mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus.